Herzlich willkommen zu Rups Wochenrückblick Nummer 13. Wir schauen an, was diese Woche los war an Verrücktheiten in der Bundesrepublik. Und direkt starten wir mit Jeremy Fragrance, ein Influencer, vor allem auf TikTok und Instagram sehr beliebt. Er hat das ganz Böses gemacht. Er hat Bilder mit der AfD gemacht, mit AfD-Politikern und AfD-nahen Personen. Und das war ganz böse. Da haben ihm tatsächlich die Unternehmen ihre Verträge aufgekündigt. Seine Doku-Reihe auf Sky wurde einfach runtergenommen und alles wurde aufgekündigt. Genauso bei Aldi und auch bei weiteren. Sein Verlag hat sein Buch runtergenommen. Deswegen ganz klar, wenn ihr noch Kunde bei solchen antidemokratischen Unternehmen seid, dann wehren wir uns jetzt und kündigen das Abonnement, egal ob wir bei Aldi nicht mehr einkaufen oder auch andere Abonnements wie Sky nicht mehr wahrnehmen. Wir müssen uns jetzt wehren. Wir sind 10 Millionen AfD-Wähler. Wir wehren uns gegen diesen Wahnsinn. Und es muss wehtun bei diesen woken Unternehmen, und zwar finanziell. Und das können wir schaffen, wenn wir das gemeinsam machen. Leider hat Jeremy Fragrance mittlerweile zurückgerudert. Er hat jetzt ein Bild mit CDU hochgehalten. Ja, ziemlich peinlich, ich weiß. Aber wie so viele will er sich natürlich aus der Schlinge ziehen. Und da sieht man, wie demokratisch Deutschland mittlerweile ist. Wenn du irgendwas mit AfD zu tun hast, versucht man dich zu vernichten. Und zwar bis ins Privateste, bis ins Persönlichste. Deswegen werden wir uns nicht mehr dort einkaufen, deabonnieren. Dann hatten wir noch was. Die AfD ist plötzlich stärkste Kraft in Sachsen und plötzlich werden wir beobachtet und nicht nur beobachtet, sondern als gesichert rechtsextrem eingestuft. Ja, der Inlandsgeheimdienst in Sachsen hat die AfD dort als gesichert rechtsextrem eingestuft. Das ist ja wirklich sehr durchschaubar, warum man das gemacht hat. Je stärker die AfD wird, desto stärker wird dieses Werkzeug benutzt vom Inlandsgeheimdienst und vor allem von der Regierung, um uns fertig zu machen. Aber die Bürger wissen ganz genau, sie werden erst recht AfD wählen nach diesen Repressionen. Und zu guter Letzt hat sich der Söder, unser Bettvorleger aus Bayern, gemeldet. Ja, und er hat, was hat er wieder verlautbaren lassen? Es wäre doch jetzt toll, wenn der Verfassungsschutz die AfD, also der Inlandsgeheimdienst, die AfD auf Bundesebene endlich als gesichert rechtsextrem einstufen würde. Das wäre doch hilfreich. Ja, und gleichzeitig hat er aber gesagt, ein AfD-Verbot lehnt er ab, weil das ist aussichtslos. Das ist jetzt sehr interessant. Also entweder, also es geht eigentlich gar nicht. Wenn du gesichert rechtsextrem bist, dann müsste man dich ja verbieten können. Geht aber mit der AfD nicht. Das bedeutet, Söder gibt hier ganz klar zu, dass der Verfassungsschutz, der Inlandsgeheimdienst, ein Werkzeug der Innenministerien ist und eben nicht mehr prüft, ob jemand extrem ist, sondern es geht nur noch darum, bist du der Regierung genehm oder nicht. Und ich würde auch hier sagen, das einzige Gegengift gegen diesen Wahnsinn, gegen diese Antidemokraten, wählt die AfD, werden wir zur stärksten Kraft. Und dann werden wir auch die Wochenrückblicke in der Zukunft vielleicht mit der AfD als stärkste Kraft dann genießen können. Bis dahin freue ich mich auch auf nächstes Mal, wenn Sie wieder reinschalten bei Rups Wochenrückblick. Ich freue mich auf Sie.